Herzlich willkommen, moin moin, heute seid gegrüßt, neue Runde hier vom LS, wollte ich gerade sagen, weil ich gerade LS gelesen habe, hat das kickt voll rein. City Skylines 2 auf jeden Fall, seid gegrüßt, liebe Leute. Ich gucke gerade mal wieder ein bisschen rum, wir haben wohl so ein paar Unfälle, den wir gerade eben gesehen haben, war vielleicht gar nicht der größte. Hier ist auch nochmal ein Unfall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrzeuge sind involviert in den Crash. Hier liegt sogar einer auf der Seite. Tote Menschen liegen jetzt hier nicht rum. Das scheint in einem, was das angeht, nicht ganz so schlimmer Unfall gewesen zu sein. War ja auch schon mal gesehen. Ja. Überall, wenn, also an sich funktioniert der Verkehr gut, aber überall gibt es irgendwie Unfälle. So glatt. Hier mal ein bisschen Stau. Aber das ist natürlich auch klar, hier bei den krassen Towers, hier arbeiten ja auch einfach 1000 Menschen. Das ist nicht weiter verwunderlich, dass wir da mal einen Stau haben. Ja, der grüne Balken wird gefühlt immer ein bisschen mehr, ne? Ich würde das Spiel heute einfach mal laufen lassen und dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an und dann werden wir entscheiden, so Stück für Stück, ob wir noch Richtung 300.000 wirklich versuchen, ob ich nochmal dieses krampfhaft diese Level 5 Wohngebäude irgendwie kriege. Weil es ist ja auch eine unglaublich große Anzahl an Level 5 Wohngebäude, die man dann machen muss, um irgendwie diese Special-Gebäude nochmal freischalten zu können. Das, also 50 ist unglaublich eigentlich. 200, das ist, das ist nicht mehr machbar. Das ist spielzeittechnisch hier einfach nicht machbar. Vielleicht müsste man eine Stadt bauen, die nur Arbeitslose hat, die alle ins Ausland fahren zum Arbeiten. Damit halt die Industrie und die Gewerbegeschichte nicht mitgerechnet werden müssen. Ansonsten wüsste ich nicht. Also würde ich gerne mal sehen, ob die Entwickler das tatsächlich einfach nur so als Hürde eingebaut haben. Was ist das denn hier? Ist schon abgebrannt oder was? Oder ob die einfach irgendwelche Ziele eingebaut haben nach dem Motto, ja, die NASA-Rechner so nach dem Motto. Oder die Supercomputer, die irgendwelche hier High-End-Geschichten machen. Berechnen, vielleicht kommen die ja damit zurecht. Mit City Skylines. Ich würde ja sagen, gut, mein Rechner ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, ja. Aber vor 2 Jahren war das schon ein sehr, 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 sehr guter Stand der Technik. Heute sind wir natürlich schon wieder ein Stück zurück. Ich kann natürlich nochmal gucken. Gameplay. Brandtag Nacht, passierte. Ich habe die Grafik ja mal irgendwann auf höher eingestellt. Weil man ja, hat er das gleich gespeichert. Auf hoch. Damit meine Grafikkarte noch mal ein bisschen mehr zu tun kriegt. Es sieht dann einfach noch mal besser aus teilweise. Aber es lief dann glaube ich auch noch langsamer. Wobei ich nach wie vor glaube, die Grafik ist gar nicht pauschal das Problem, sondern die Rechenschritte, die gemacht werden müssen, um die ganzen Menschen zu simulieren. Weil das sieht schon gut aus, ne? Ob dann hatte ich das nicht gespeichert oder was? Vielleicht war das ja auch mal, ich hatte mal auf hochgestellt und dann ist das Spiel abgestürzt. Kann auch sein. Nee. Habe ich genug. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist hier die Straßenqualität, also die Parkplatzverfügbarkeit oder die Parkanlagenverfügbarkeit, Parkplätze und Gebäude. Ja, hier sind wieder alle unterwegs. Kann man natürlich nochmal anbauen wieder. Machen wir wieder 5 mehr. Aber ich meine, der generelle Status der Straßenbahnordnung, Verkehrsfluss. Ich auch hier. City Monitor. Nicht so viel Mod, ne? Naja. Schöner, wenn man hier auch einfach mal. Ist nicht so das schönste Wetter, ne? Einfach mal durch die City fährt.
Also nach wie vor überzeugt mich das Spiel grafiktechnisch schon, spieltechnisch überzeugt mich auch. Natürlich ist man jetzt irgendwo bei einer Größe angekommen. Gut, jetzt spiele ich aber auch, ne? Wie lange spiele ich das Spiel? Das ist, was habe ich jetzt gesagt, 130. Folge circa auf. Ja, genau. Glaube ich immer bei 129. glaube ich auf YouTube. Im Schnitt ist eine Folge bestimmt 25 bis 30 Minuten, weil einige waren ja doch immer gerne mal 30 Minuten am Start hier. Und ja, von daher. GPU Instance Buffer Size Changing to 112 MB. Unity Info. Ja, keine Ahnung. Ich will die Stadt verlassen. Ich will die Stadt verlassen. Hier sind wir angefangen, ganz klein, Industrie aufgebaut, hier rüber die Schulen und so weiter und so fort. Hier die ersten Wohngebiete. Dann kommen immer mehr größere Gebäude dazu. Riesige Verkehrsprobleme auch hier in der Mitte mit dem Tunnel und so weiter. Und was ich nie richtig gut hingekriegt habe in dem Spiel, das muss man auch schon festhalten, also eine ordentliche sinnige Bahnlinie hinzukriegen. Weil hier haben wir furchtbar viele Taxis, unglaublich viele Taxis eigentlich in der Stadt. Und die kommen auch wieder von außen rein und draußen, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Problemzone gewesen. Aber vieles ist auch gut. Wenn denn, also unser Naturkatastrophenmäßig war eigentlich höchstens denn, ja, weiß ich nicht, ob tatsächlich Regen die Überschwemmung gebracht hat. Ansonsten Tornados hatten wir ab und an, aber die haben jetzt auch nicht komplett alles verwüstet. Meistens sind hier übers Wasser weggezogen. Hier ist auch schon wieder, ne? Ja, und das ist so. Macht es jetzt irgendwie keinen Sinn, noch was anzubauen. Aber ich will gerne das Spiel noch mal ein bisschen laufen lassen, um zu wissen, ob wir auf Level 5 Gebäude kommen. Auch schon wieder Unfall. Nee, hier Stau, ne? Hier parken, glaube ich. Aber schon eine ordentliche Skyline hier geworden. Der Vereinspräsident von Hertha ist heute im Alter von nur 43. Das ist ja krass. Das ist heftig. Was ist denn dein Problem? Weiß ich nicht, warum man das hat. Also nicht, warum man das nicht hat. Auf jeden Fall haben wir das Spiel finanziell gehackt. Ne? Also finanziell lief das hier meistens top ohne Ende. Zwischendurch hatten wir mal eine kurze Delle drin, so ungefähr, aber ja, also Geld war hier mehr als genug vorhanden.
Getreide ist noch nicht wirklich jetzt erkennbar, dass es einen riesigen Schub gemacht hat, finde ich. Aber wir sind auch immer noch im gleichen Monat. Also was willst du machen? Was willst du machen? Grafik mal auf niedrig stellen. Sehr niedrig. Machen wir auch sehr niedrig. Alles haben wir neu gerendert. Tag, Nacht, pausiert da. Haben wir noch irgendwas, wo wir Land, Leistung, Simulationsgeschwindigkeit nochmal hochsetzen. Also ja, Autosave, mach ruhig. Nachverfolgungsmodus für Dateiänderung mit. Nö. Ja, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Trotz. Ganz anders, ne? So sieht ein alter Stadtbau aus. Werden die Autos nicht simuliert? Doch. Hat einen Unterschied, ne? Aber jetzt auch nicht viel schneller. Dann müsste man die Realtime stoppen. Mache ich jetzt natürlich nicht, aber wie viel... Also was dauert ein Monat jetzt in der geänderten Geschichte und was dauert ein Monat in der anderen, in der normalen Sache, in der wir eben gespielt haben, weil gefühlt ist das gar kein großer Unterschied, ja. Ihr habt alle keine Arbeit oder was? Mangel an Arbeitskräften mit hoher Qualifikation in der Landwirtschaft. Erinnert mich an Sims 2000, ja. Schon komisch, dass ja fast kein einziges Auto unterwegs ist. Das simuliert jetzt auch viel weniger Autos oder was? Ach, wäre natürlich schön, wenn der Schnee mal weg wäre, ne? Ja, ich weiß nicht. Aktuell bin ich nicht mehr so ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Die Milliarde knacken wir noch. Aber was dann noch dazu kommt... Weiß ich nicht. Don't know. Jetzt heben wir mit der Rakete ab und dann war's das. Tschüss so ungefähr. Immer schade, ne? Ist ehrlich gesagt nicht mehr spielbar. Also nicht mehr spaßig spielbar. Außer man lässt den über Nacht laufen, den Rechner. Verschleißt seine Grafikkarte. CPU. Weiß eigentlich gar nicht, was sagt mein Taskmanager? Würde mich nochmal interessieren. So hier auslastungsmäßig, ne? Ja, die CPU. Also der Prozessor in dem Sinne. Der Prozessor ist am Ende seiner Leistung mit, ja, ne? Und... Den kann ich nicht upgraden. Also es ist nicht die Grafikkarte. Die Grafikkarte hängt bei 50. Ich meine, gut, jetzt habe ich es auch gerade runtergeschraubt, ne? Oh, was ist hier? Brennt das Stadion so nach dem Motto? Oh, die Schule brennt. Wow. Warte mal. Option. Grafik. Hoch. Es brennt alles. Die Schule brennt. Leute, was ist denn hier los? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist auch noch mal spannend. Zum Ende der Folge. So, ich habe es jetzt auf hoch geschaltet und dann ist die Grafikkarte um 20% mehr Auslastung hoch. Ne? Hängt gerade eben 50, 60, hängt sie jetzt bei 70 oder so. Also die RTX 3080 kommt hiermit noch zurecht. Auch mit den hohen Einstellungen. Aber die CPU ist bei 100%. Ne? Und das ist der Prozessor. Der Prozessor rechnet einfach das, was er rechnen kann und mehr kann er nicht rechnen. Schade, dass der Arbeitsspeicher nicht rechnen kann, da hätte ich noch 40 GB knapp frei. Aber geht halt nicht, ne? Grafikkarte hängt bei entspannten 70%. Das kann eine Grafikkarte locker ab.
Aber CPU auf 100 auf Dauer ist natürlich Killer, ne? Das ist nicht so nice. Ich habe den i9. die sind doch in der höheren. Ah ne, das ist ja eine höhere Schule. Brand ist gelöscht. Hurra, die Schule brennt. Oh oh. Lager verstorben. Alter Teenager. Willig. Ne, Knopf und Grün sind wir gefolgt. Das wär's gewesen. Das wäre der Zufall schlechthin gewesen. Ja, schade. Also ich empfehle eine bessere CPU für das Spiel. Definitiv. Also ich habe ja den i9. Ist ja verlinkt im Equipment, ne? Da. Aber das ist nur ein Foto? Da ist kein Link hinter, oder was? Das Shelly hat nicht alles verlinkt. Wahrscheinlich nicht geschafft. Naja, muss ich mal wieder schnacken, ist ja gleich mit das Pause. Und dann werde ich jetzt gleich erstmal unsere Tochter vom Kindergarten einsammeln. Weiß gar nicht, heute Abend eine Runde Rocket League oder irgendwie sowas, Pascal? Oder keine Zeit heute Abend? Oder Lego. Wie auch immer. Eins von beiden. Und Black Forest wahrscheinlich, wenn er dabei ist, dann, oder Gerd, dann mir egal. Ja, und die CPU macht halt die Rechnung, ne? Die Berechnung in der Grund, und der kann nicht mehr rechnen als rechnen. Danke für ein Follow, Joker Harley 90. Vielen Dank, moin moin. Ja, schade. Das Spiel bringt meine CPU zum Glühen. Also, ne, klar, die reguliert sich selber so nach dem Motto, die wird schon nicht so heiß, aber ja, also gut. Arbeitet aktuell mit 4,88 GHz. Ist also schon, ne, vom System ausgelastet. Ich weiß nicht, ob die AMD-Grafik, Quatsch, die AMD-Prozessoren damit besser zurechtkommen. Die haben ja teilweise mehr Kerne, ne? Und ich weiß, auch prozessormäßig bin ich schon wieder, ja, nicht komplett veraltet, aber auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also mit noch neuen High-End-CPUs, ich weiß nicht, wie viel Prozent die besser sind als meiner. Aber da ist schon noch ein Unterschied vorhanden. Definitiv. Also, ja, ich glaube, traurig aber war. Die Skylines macht denn auch erstmal einen Break. Das auf Level 5 noch hochlaufen zu lassen. Ja, wie lange soll ich hier auf 100% CPU laufen, damit ich denn doch nochmal ein Level 5 Wohngebäude kriege? Das sehe ich aktuell nicht so richtig ein, ehrlich gesagt. Von daher. Ja, ich sage vielen Dank fürs Reinschalten. Und wünsche auf jeden Fall allen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Reinschalten, generell auch bei dem Projekt logischerweise. Und wir machen hier erstmal eine Pause, machen erstmal einen Break. Ich werde demnächst wahrscheinlich ein paar andere Spiele zocken. Und mal gucken, ob wir uns hier nochmal irgendwann wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.